Guten Morgen, liebe Lehrerinnen und Lehrer. Heute geht es um ein E-Mail, das mir Adrian vor einem Monat geschickt hat und ich ein bisschen verschlafen habe. Tut mir sehr leid, Adrian. Und es geht um die Frage der Konfliktlösung unter Schülern, gerade dann, wenn nicht wirklich klar ist, wer was getan hat und wer hat angefangen und nee, der hat das gemacht, aber das stimmt nicht, der hat das gemacht und so weiter. Und heute möchte ich euch ein paar Tipps dazu präsentieren, die euch hoffentlich helfen werden. Gut, bevor ich beginne, noch ein kleiner Disclaimer hier. Ich bin nicht Experte in diesem Feld. Ich bin nicht Schulsozialarbeiter, ich bin nicht Mediator von Beruf oder irgend sowas. Ich habe schon ein paar Konflikte gelöst unter Schülern und Adrian hat mir auch geschrieben, dass er ein paar Konflikte lösen konnte. Und man kann bestimmt aus dem Bauchgefühl heraus einige Dinge machen, aber klar, man kann immer dazulernen. Und ich habe vor allem bisher gelernt vom Buch von Haim Omer, Stärke statt Macht. Ich habe schon ein, zwei Mal über dieses Buch gesprochen, das empfehle ich euch sehr. Wie immer, der Link zum Buch ist unten in der Videobeschreibung und dieses Video wird eine Mischung sein aus den Elementen von Stärke statt Macht von Haim Omer und einfach dem, wie ich vorgegangen bin. Und ein Beispiel, das ich gerade vor circa 3 Monaten hatte, war ein im Prinzip Mobbing-Fall, der in einem WhatsApp-Chat unter den Schülern stattgefunden hat. Ein WhatsApp-Chat mit, ich glaube, 35 bis 40 Schülern drin von einem Jahrgang, 7. Klasse. Und da wurde jemand gemobbt und Informationen wurden veröffentlicht sozusagen über jemanden, einfach schriftlich, jetzt nicht irgendwie Fotos gerade in diesem Fall oder so, aber einfach quasi Informationen über jemanden, das privat ist und niemand anderes angeht. Und ich habe das irgendwie mitgekriegt und bin dann mit zuerst den ein, zwei direkt betroffenen Leuten zusammengesessen und plötzlich hat sich herausgestellt, dass da nicht nur 2 Leute involviert waren, sondern es waren etwa 7, 8 Leute involviert. Natürlich aber mit einem Kernteil der Gruppe, die wirklich quasi einen Streit miteinander hatten. Und was ich euch erzähle, ist eigentlich mehr oder weniger das, wie ich vorgegangen bin und aus, wie gesagt, noch Elementen aus dem Buch Stärke statt Macht. Okay, noch etwas Kleines vorweg. Vom Zeitrahmen her kann es sein, dass ein Konflikt in 5 Minuten gelöst ist. Am besten gleich mit den 2 Beteiligten. Aber es kann manchmal auch sein, dass es 1 bis 2 ganze Stunden dauert. Und jetzt ist die Frage, wo kriegst du diese Zeit her als Lehrperson? Und entweder du kannst irgendwie deine Lernumgebung so gestalten, dass die Schüler mal auch 1/2 Stunde selbstständig arbeiten können, mit, wie gesagt, beispielsweise selbstorganisiertem Lernen. Und du hast eine Flüsterkultur und so weiter und du hast dann tatsächlich die Zeit, um das während dem Unterricht zu machen und mit diesen 2 Schülern das draußen auf dem Gang zu besprechen oder vielleicht sogar einen kleinen Gruppenraum oder sowas, wenn ihr sowas habt. Für das, was ich erlebt hatte, das hat wirklich tatsächlich, ich glaube, es waren 1 oder 2 ganze Lektionen gebraucht und bei uns war das einfach möglich, weil wir ein gewisses Team-Teaching haben, sprich eine Lehrperson auf meine Schüler aufpasste und ich in dieser Zeit quasi mit diesen Schülern in einen anderen Raum gehen konnte. Und sonst muss man das halt mal in der unterrichtsfreien Zeit tun. Und das mag ein zusätzlicher Aufwand sein, aber wenn es deine Schüler sind in deinem Unterricht, dann wird es sich enorm lohnen, wenn du dir diese Zeit nimmst, auch wenn es deine freie Unterrichtszeit ist, in der du vorbereiten müsstest, nachbereiten, Prüfung korrigieren, bla bla bla. Weil wenn du bestimmte Konflikte nicht löst im Klassenzimmer, dann schwingt das ja den ganzen Tag mit im Unterricht und das wird vieles im Unterricht verunmöglichen und dir so Zeit während dem Unterricht kosten. Also sprich, ist es genauso verlorene Zeit, wenn du diese Zeit nicht investierst in diese Konfliktlösung. Gut, jetzt, mit was ich beginnen möchte, ist mit dir als Lehrperson, welche Rolle du einnimmst. Und ich habe versucht, mir eine Metapher zu überlegen. Und es gibt 2 Dinge, die ich finde, die man nicht einnehmen sollte als Rolle, als Lehrperson. Das erste ist ein Polizist. Du bist kein Polizist, okay? Natürlich, du zeigst Grenzen auf und so weiter, aber du bist nicht die Person, die einfach da ist, um Strafen zu verteilen und um quasi Macht aussprechen muss, sondern ich komme gleich zu dem Bild, was ich denke, was du sein solltest. Was du auch nicht sein solltest, ist der Kuschelpädagoge. Der Kuschelpädagoge, der einfach nur nach Harmonie strebt und ein bisschen zu weich ist, sondern ein Bild, das ich habe, und ja, jetzt mögen einige sagen, das entspricht aber auch nicht dem Bild, was ich denke, aber mir ist einfach gerade diese Metapher am besten eingefallen, ist
In diesem Fall solltest du wie eine Art kuscheliger Sumo-Ringer sein. Eigentlich wollte ich nur Sumo-Ringer sagen, aber ich habe es noch kuschelig gesagt. Weil ich stelle mir einen Sumo-Ringer so vor, es ist eine Person, die sehr bodenständig ist, gelassen, ruhig, aber sehr kräftig, wenn es drauf ankommt. Und einfach so eine gewisse Masse hat. Und selbst wenn man in diese Masse hineinboxt, diese Person bewegt sich quasi nicht. Genau. Aber diese Person hat extrem kräftige Ärmel und kann mal zupacken und einfach jemand anderen ruhig halten, wenn diese zappelt und so weiter. Wird sich keinen Zentimeter bewegen. So, das ist für mich das Bild des Sumo-Ringers. Also eine gewisse Gelassenheit, eine Stärke, aber keine Notwendigkeit, Macht zu zeigen. Und so eine innere Zufriedenheit. Und ich bin für euch da. Ich halte euch fest, wenn es sein muss. Und ich packe euch auch mal zu. Aber ich bin auch eigentlich ganz weich und groß und habe Masse, wo ihr euch reinkuscheln könnt, wenn ihr wollt. So, das ist ein bisschen das Bild, das ich versuche zu vermitteln. Okay? Und ich werde auch mit der Zeit dann erklären, warum genau diese Sumo-Ringer. Ich hoffe, dass das Bild dann so vervollständigt wird. Okay. So, und jetzt etwas, was ich schon gesagt habe, ist, sobald ihr mit den Schülern anfangt zu reden, und das müsst ihr euch selbst auch im Klaren sein, das könnt ihr ihnen auch immer so kommentieren, es geht nicht darum, Harmonie zu erreichen oder Freundschaften aufzubauen. Es geht letztendlich einfach darum, Toleranz und Respekt herzustellen. Ich sage den Schülern auch immer, ihr müsst jetzt nicht gleich Freunde werden oder ihr müsst nicht gleich daran arbeiten, dass ihr es gut miteinander habt. Aber ihr müsst sonst, wenn ihr euch wirklich nicht mögt oder ein Problem miteinander habt, das ihr irgendwie nicht lösen könnt, weil ihr einfach ja, andere Einstellungen habt oder so. Es geht nur darum zu lernen, den anderen in Ruhe zu lassen, zu tolerieren und zu respektieren. Jetzt, wie gehe ich vor? Ich fange eigentlich immer an mit dem kleineren Kreis von Leuten. Also es geht in die Involviertheit von den Parteien, seien es 2 Schüler oder mehr oder bis zu 10 Schüler, was auch immer. Du fängst immer mit dem kleineren Kreis an. Das heißt, du sprichst mit den einzelnen Leuten zuerst. Also ich mache das zumindest so. Und frag mal, was ist los, was passiert, kannst du mir das mal aus deiner Sicht erzählen. Gut, dann gehe ich zum nächsten. Kannst du mir mal erzählen, was aus deiner Sicht passiert ist. Und dann versuche ich zuerst mal die 2 Leute oder die 2, 3 Leute zusammenzubringen. Und von den Fragetechniken her, von der Kommunikation ist, wie gesagt, kommuniziere ich, was meine Haltung ist als Lehrperson. Ich bin da für euch, weil es meine Aufgabe ist. Ich habe gesehen, was ich auch immer sage ist, mir ist aufgefallen, dass es dir und dir nicht gut geht. Und deshalb bin ich auf euch zugegangen, das sage ich eigentlich immer, damit die Schüler nicht das Gefühl haben, der eine hat den anderen verpetzt oder sowas. Sondern ich kommuniziere immer, ich habe gesehen, beobachtet, es geht gewissen Leuten hier nicht gut. Ich sehe das an dem Gesicht, an der Stimme und so weiter und ich habe nachgefragt. Also ich bin auf die Leute zugegangen und das entschärft das Ganze ein bisschen, weil es ja nicht so wirkt, als sei der eine den anderen irgendwie verpetzen gegangen. Und ich versuche immer offene Fragen zu stellen. Also einfach, was ist passiert? Kannst du ein konkretes Beispiel machen? Wie hast du dich dabei gefühlt oder was hat dich dabei gestört und so weiter. Also einfach Fragen zu stellen, die nicht nur ein Ja-Nein hervorbringen, sondern möglichst offene Fragen zu stellen, die die Person zum Reden bringen. Weil letztendlich will ich nicht so viel reden. Ich will versuchen, erst am Schluss etwas zu sagen und meine Meinung zu sagen, sondern ich will möglichst viel Informationen sammeln als quasi neutrale Autorität, als eben ruhiger Sumo-Ringer oder was auch immer. Und versuche dann so mir ein Bild davon zu machen, wie sich jede Person fühlt und so weiter. Und was passiert ist. Gut. Und dann später, wenn man den Konflikt tatsächlich lösen kann oder einen gewissen Anteil an Lösung findet, kann man immer noch einen größeren Anteil an Leuten involvieren. Manchmal ist es auch ganz sinnvoll, dass man die Streitparteien vor die Klasse stellt. Am Schluss, wenn sie einverstanden sind und einfach quasi der Klasse kommuniziert, ganz kurz und knackig, was passiert ist und wie es weitergeht, damit nicht weitere Gerüchte entstehen. Aber man muss das nicht zwingend so machen. Und
etwas, was ich auch immer den Schülern kommuniziere, gerade wenn ich weiß oder vermute, dass diese Person sich wirklich schlecht verhalten hat, ist, ich sage immer von Anfang an, hör zu, ich möchte mit dir reden, weil ich will, dass wir als Klasse gemeinsam funktionieren. Nicht unbedingt mit Harmonie als Endziel, aber einfach als Toleranz. Also wir können einfach uns auf die Schule konzentrieren beispielsweise. Also ich versuche ihnen zu sagen, ich verurteile dich nicht für das, was du tust. Und es wird nicht einfach eine Strafe geben. Ich will, dass wir zusammenarbeiten. Denn sobald sie merken, dass du sie verurteilst oder dass sie in eine Sanktion blüht, dann ist die Gefahr groß, dass die Person, die etwas getan hat, nicht auf dich zukommen wird oder nicht ehrlich sein wird und so weiter. Also, und man denkt dann vielleicht, ja, aber es muss doch etwas geschehen, es muss doch Konsequenzen geben und so weiter. Ja, natürlich muss es irgendwelche Konsequenzen geben, aber es muss ja am Anfang, gerade wenn jemand ehrlich ist, nicht gleich eine Strafe oder sowas sein. Ich will jetzt sowieso nicht darüber diskutieren, was ist jetzt die Definition einer Strafe und so weiter, weil die einen werden sich wieder aufregen und andere denken, ah, das ist viel zu wenig, was auch immer. Es geht einfach darum, dass man eine Haltung als Lehrperson einnehmen muss, so dass die Täter nicht zurückweichen werden. Und wirklich der wichtigste Punkt für mich wirklich, dass man nicht verurteilt und den Schülern auch sagt, hör zu, ich werde dich nicht verurteilen für das, was du getan hast. Ich möchte einfach, dass wir gemeinsam funktionieren und ich werde ehrlich mit dir sein und ich brauche, dass du ehrlich mit mir bist, denn wir werden noch eine gewisse Zeit zusammenarbeiten. Und es ist einfach wichtig, dass wir offen miteinander sprechen können. Das ist auch wieder Beziehungsarbeit, wo es wichtig ist, dass irgendwann ein gewisses Vertrauen da ist. Und das, ja, das muss man sich erarbeiten als Lehrperson, das kommt nicht einfach so. Gut, und jetzt bist du diese Informationen am Sammeln und führst durch das Gespräch hindurch. Und jetzt kommt vielleicht ein bisschen Kuschelpädagogik, aber ich will es eigentlich nicht Kuschelpädagogik nennen, sondern ich will es Lösungsorientiertheit nennen. Ist, dass man, wenn man merkt, dass die Parteien sich gegenseitig etwas mitteilen wollen, aber es auf eine negative Art oder auf eine vorwürfige Art tun, dass du den Schülern hilfst, das positiv zu formulieren, lösungsorientiert zu formulieren. Das heißt, wenn jemand sagt, du bist so blöd, du sagst das und das passt mir nicht und so weiter, dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, kannst du es bitte nochmal so formulieren, was du dir konkret wünschst, anders wünschst von der anderen Person. Das ist quasi der Perspektivenwechsel von du bist doof, weil XY zu ich wünsche mir mehr, dass du dich so und so verhältst. So diese Form von Kommunikation herstellen. Und der andere Teil ist dann auch zu sagen, ja gut, wenn du etwas willst, wenn du etwas verlangst, was musst denn du tun für deinen Teil? Weil es ist ja nicht, liegt nicht immer nur daran, dass die andere Person die Dinge für dich tut oder sich so verhält, wie du es dir wünschst, sondern du musst auch deinen Anteil tun. Also, was tust du dafür? Ich formuliere das immer als, versucht mal zu sagen, wobei du dir Mühe geben wirst in Zukunft. Also, ich gebe mir Mühe, das. Und jetzt komme ich quasi zum Dokumentationsteil. Ich versuche trotzdem immer, einen Konflikt ein bisschen zu dokumentieren. Und ich habe jetzt diese zwei Teile schon gesagt. Ich wünsche mir von dieser Person das, sie das und das und das und ich werde mir Mühe geben, dass das und das und das. Und ich verteile immer so ein Blatt, da steht Partei 1, Partei 2 und Lehrperson und wir füllen das alle gegen Ende des Gespräches aus. Und da könnte zum Beispiel stehen, ich wünsche mir, dass diese Person netter zu mir ist oder einfach mich respektiert in meinen Gedanken. Und ich werde mir Mühe geben, dass ich mich zusammenreiße, wenn sie etwas sagt, was mir nicht passt oder so. Oder ich werde mir Mühe geben, dass ich solche Dinge nicht mehr sage und so weiter. Und das können dann alle ausfüllen. Das sind meist Dinge, die sich dann schon irgendwie während dem Gespräch schon ein bisschen ergeben haben. Und ich fülle das auch aus aus Sicht der Lehrperson. Zum Beispiel, ich schreibe meistens auf, irgendwie, ich wünsche mir, dass ihr miteinander klarkommt oder einfach respektvoll gegenübereinander seid, Entschuldigung, meine Sprache wieder mal. Und ich gebe mir Mühe, dass ich für euch immer da bin, dass ich euch im Auge habe, dass es euch gut geht und ich mich um euch kümmere und ja, einfach für Fragen jederzeit da bin. Und dann sollen sie es ausfüllen und dann können sie sich gegenseitig nochmal lesen. Meistens sind ja die Dinge, die wir schon ein bisschen besprochen haben.
Und das soll ein bisschen so den Abschluss des Ganzen bilden. Und dann kopiere ich vielleicht das Ganze vielleicht einmal und dann kriegen sie ihre Kopie wieder oder ihr Original und ich behalte einfach eine Kopie von allem. Und dann, wenn wieder etwas passiert, kann man zurück zu diesen Unterlagen kommen. Weil ja, manchmal vergisst man Dinge als Mensch und da müssen die Schüler selbst wieder nachschauen können, was sie sich eigentlich vorgenommen hatten als Ziele für die Konfliktlösung. Gut, und jetzt möchte ich zum abschließenden Punkt kommen. Und ich bin das Ganze jetzt, glaube ich, schon relativ schnell durchgegangen. Und es gibt sicher viele Details, die ich auch noch erwähnen hätte können. Und es braucht sicher ein gewisses Training. Und ich bin, wie gesagt, ich bin nicht Experte. Es wird sicher auch noch Konflikte geben, die ich nicht lösen kann. Und übrigens, dieser Konflikt mit diesem Gruppenchat, der ist immer noch nicht ganz beendet. Gerade irgendwie letzte Woche ist es wieder passiert, dass diese zwei Parteien wieder miteinander Streit hatten. Und mein letzter Punkt ist damit, deine Erwartung als Lehrperson. Sei einfach vorsichtig, dass du nicht erwartest, dass du diese Konflikte für immer auflösen kannst, dass du sofort immer eine Lösung findest. Natürlich, du reagierst sofort, wenn es passiert, aber du kannst nicht erwarten, dass es immer alles gut wird. Weil, ja, die Chance ist groß, dass der Streit wieder aufkommt, ein anderer Streit aufkommt. Und einfach für dich als Sumo-Ringer-Lehrperson eine gewisse Gelassenheit zu haben, dass du dein Bestes gibst und dann, wenn es passiert, wirklich sofort reagierst oder mehr oder weniger sofort und dich versuchst, darum zu kümmern, aber einfach eine gewisse Erwartungshaltung hast, die eine Gelassenheit hat und eine Ruhe hat und ja, einfach es auch okay ist, wenn es nicht sofort klappt, denn Beziehungsarbeit, Konflikt, Lösungsarbeit ist immer ein Prozess, es braucht immer eine gewisse Zeit, es braucht eine gewisse Reife von allen Beteiligten und das geht nicht einfach von heute auf morgen. Das braucht manchmal Tage, vielleicht Wochen, vielleicht Monate oder Jahre sogar. Genau. Einfach da an der gewissen, einer gewissen Distanzierung von der Situation auch zu arbeiten als Lehrperson. Und wenn man Feierabend hat, auch mal zu sagen, okay, jetzt denke ich nicht mehr darüber nach, sondern ich kümmere mich um meine Familie, Freizeit, Freunde, was auch immer, um mein eigenes Leben und da auch für sich selbst zu schauen. Es geht nicht nur immer um die Schüler, auch wenn sie dir sehr, sehr wichtig sind. Okay, das wär's für heute. Holt euch das Buch von Haim Omer, Stärker statt Macht, unten das Buch in der Videobeschreibung als Amazon-Link, wenn ihr diese Links benutzt. Dann könnt ihr mich unterstützen, weil ich eine winzige Provision erhalte von jedem Buch, das ihr bestellt oder andere Dinge. Und es kostet euch nicht mehr, egal was ihr dann bestellt, nachdem ihr die Links benutzt habt. Ich hoffe, das hilft euch. Wenn ihr weitere Vorschläge habt, dann schreibt es doch unten in die Kommentare. Weitere Ideen habt, dann kann ich auch noch dazu lernen. Würde mich sehr freuen. Lieber Adrian, ich hoffe, dass dir das geholfen hat. Ich hoffe, dass was Neues dabei war. Wenn nichts Neues dabei war, kannst du mir das auch zurückmelden. Dann muss ich vielleicht selbst auch nochmal mich ein bisschen mehr einarbeiten oder noch mehr von dem Buch von Haim Omer lesen, weil ich habe es auch noch nicht ganz fertig gelesen. Genau. Okay, dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und eine gute Zeit mit euren Schülern und hoffentlich tolle Beziehungsarbeit und Schularbeit und professionelle fachliche Arbeit. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.